Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Diamant. Wir haben beim letzten bei den Wald hier, ja, mehr oder weniger schon fast abgeschlossen. Das steht aber noch nicht gelesen, glaube ich. Tipps für Trainer: In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man aufgrund der Dunkelheit nicht sofort erkennt. Also nimm dir Zeit, gründlich zu suchen. Mit anderen Worten, benutze den Detektor, den wir noch nicht haben. Den werden wir uns aber demnächst mal holen. Hier werden wir wahrscheinlich nochmal auf das eine oder andere wilde Pokémon treffen oder auch nicht. Wir haben Glück. Beziehungsweise Pech, je nachdem, wie man das nennen möchte. Nochmal Honig gefunden. Ich glaube, das waren sogar die letzten Trainer, die wir gerade eben besiegt haben. Hier kommt keiner mehr. Damit haben wir es durch den Wald geschafft. Wenn man jetzt möchte, könnte man hier jetzt nochmal trainieren, weil sobald man hier noch ein, zwei Schritte nach rechts macht, verschwindet Raissa und wir haben halt niemanden mehr dabei, der uns jetzt automatisch heilt. Aber ich würde sagen, unsere Pokémon sind relativ gut gelevelt. Wir brauchen nicht mehr. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, Marcy. Ja, gern geschehen. Dir auch vielen Dank, dass du unsere Pokémon geheilt hast. Du musst ja die gesamte Tasche voll mit Tränken und, ja, Top-Genesung eigentlich haben, weil du hast halt ja auch Status-Effekte. So, hier haben wir ein paar Angler. Man kann die Route durchs Gras nehmen. Dann geht man quasi den Trainern oder man geht bei den Trainern lang. Wir haben ja auf jeden Fall Route 205, der ewigen Welt. Man muss ja nicht gegen die kämpfen, wenn man die nicht anspricht. Wir sprechen sie allerdings an. Sich zurückzulehnen, ab und an zu angeln, das ist das Hobby eines Erwachsenen. Naja, nicht unbedingt. Ich habe mir einen angriffslustigen Trainer geangelt. Los geht's. Ein Goldini. Level 14 schon. Ich glaube, wir sind mit unserem Leveln gar nicht so weit überpowered, wie ich erst dachte. Hört sich irgendwie so hoch an, wenn man jetzt vorher Pokémon Gold gespielt hat. Ich meine, da waren wir mit Level 35 nach der 8. Arena durch. So ungefähr. Und man ist halt hier Level 20 schon fast, bevor man bei der ersten Arena ankommt. Also es ist halt schon ein Unterschied von der Levelkurve her. Und auch in Pokémon X und Y, bekommt man zwar relativ schnell EP, aber die gegnerischen Pokémon leveln halt nicht so schnell mit. Das heißt, man ist halt eigentlich durchgehend im gesamten Spiel overpowered, so wie einem ja die EP hinterhergeschmissen werden. Und auch das ist in diesem Spiel hier nicht so. Das heißt, man hat hier tatsächlich noch ein bisschen Herausforderungen. Nichts passt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Der hat 6 Pokémon. Oh, das ist der Carpador-Trainer. Der Carpador-Trainer. Wie ich in den beiden letzten Editionen schon angesprochen habe, also ich glaube, ich habe es in Rot auch schon erwähnt, das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu lange her, um mich da noch dran erinnern zu können. Aber in Pokémon Gold habe ich es auf jeden Fall angesprochen, als er kam. Es gibt in jeder Pokémon-Edition bislang einen Trainer, der nur Carpadore hat, also 6 Stück, alle relativ niedrig gelevelt, der halt irgendwie mehr oder weniger dafür da ist, um den Trainer ein bisschen zu trollen. Und ja, die bringen halt auch fast keine KP, also sie sind halt eigentlich nur wirklich... Das Einzige, was die dem Gegner bringen können, ist, dass die dir AP abziehen. Und halt wirklich Zeit kosten. Aber wenn der jetzt schon so früh abgehakt ist, dann müssen wir uns um den im Spiel auch keine Sorgen mehr machen. Dann haben wir den auf jeden Fall schon mal hinter uns gelassen. Ein Carpador ist dann meistens auf einem relativ hohen Level. Meine ich zumindest. Eventuell reichen die KP, die wir von den... die EP, die wir von diesen Carpadoren bekommen, reicht eventuell sogar noch für Level 19. Bevor wir in der nächsten Stadt ankommen und dort dann auch dementsprechend erstmal wieder viel, ja, erkunden, rumlabern und so weiter machen. So. Und auch hier noch das Carpador. Weg damit. Und wir sind auf Level 19. Oh, ein Carpador. Was für eine besondere Überraschung. Er hat noch das erste und das letzte.
wird dann wohl das erste sein, weil, oder sind die alle auf Level 10? Ich meine, so viel Erinnerung zu haben, dass das letzte Carpador meist ein bisschen stärker war. Sehen wir jetzt ja. Und. Ne, sind alle Level 10. Okay, da habe ich mich vertan. Gut. Wie gesagt, den Carpador-Trainer können wir abhaken. Der wird uns in diesem Spiel nicht mehr nerven. Oder trollen irgendwann. Das heißt, ab jetzt werden wohl auch weitere vernünftige Kämpfe folgen. Das war der Angler Kenji. Fehlt noch der letzte Angler hier. Der hat auch Carpador. Hey, Carpador, ein Wunder. Und auch Level 10. Oder hatte der dann das stärkere Carpador, weil der nur 3 hat? Man sieht es ja gleich. Hat auf jeden Fall noch ein Goldini. Hier werden wir, glaube ich, kein zweites Carpador haben. Also auf jeden Fall pure Abwechslung auf dieser Route. Goldini, 6 mehr Carpador und Goldini und Carpador. Und es setzt Nassmacher ein. Das ist genauso schlau, wie Carpador jetzt Platscher einsetzen würde. Ah. Und auch hier wieder die merkwürdige Sache, dass Goldini ja in Smash Bros. Das Fail-Pokémon ist. Was nur Platscher einsetzt, obwohl sich Carpador ja aus irgendeinem Grund wesentlich besser aneignen würde. Ich habe keine Ahnung, warum man sich damals im ersten Super Smash Bros. Dafür entschieden hat, Goldini die Fail-Rolle quasi zuzuordnen, weil in den Pokémon-Editionen ist es ja ganz klar Carpador. Und auch in der Sendung ist es ganz klar Carpador. Und ja, warum man das bis heute beibehalten hat. Ich meine, bis zu Super Smash Bros. Brawl ist es immer noch Goldini das Fail-Pokémon. Ich verstehe es irgendwie nicht. Wenn da irgendjemand mal ein Statement zu gefunden hat, wenn irgendjemand weiß, dass es da mal ein Statement zu gab oder so, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet, weil ich kann mir das bis heute nicht erklären. Habe ich mich als Kind schon gewundert, als es im ersten Super Smash Bros. Auf Nintendo 64 kam. Habe ich mir gedacht, hä, warum denn nicht Carpador? Warum denn Goldini? Goldini kann doch eigentlich zumindest was mit Hornattacke und so ein Kram. Aber naja. Irgendeiner scheint da was gegen Goldini zu haben. Wir haben auf jeden Fall noch einen Trank. Müssen wir hier oben natürlich auch nochmal gucken. Da gibt es noch ein paar Bärchen. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Jawohl. Hier kann man sich auch nochmal einen theoretischen Chalidos holen, wenn man das möchte. Aber das Gastrodon, zu dem es sich entwickelt, ist meiner Meinung nach jetzt nicht so cool. Dass man das unbedingt haben muss. Eine Amena-Beere, die nehmen wir mit. Und auch die Sine-Beere nehmen wir mit. Und auch die Piersif-Beere nehmen wir mit. Und auch die Sine-Beere nehmen wir mit. Das habe ich jetzt gerade blind gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Stunde ist wieder vorbei, mein Bildschirm hat sich wieder schwarz gestellt. Muss ich gleich mal umstellen nach der Aufnahmesession. Ewigenau, lebendige Vergangenheit. Wir sind endlich in Ewigenau angekommen, in der Stadt, in der die nächste Arena wartet. Es ist so schön, während der Fahrt den Wind im Gesicht zu spüren, nicht wahr? Ah, hier gibt es Fahrräder anscheinend. Mein Freund sagt, Team Galactic hätte ihn sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Ich glaube, er lügt. Die Mitglieder von Team Galactic sehen so cool aus. Die würden so etwas nie tun. Nein! Man sagt, das sei eine uralte Stadt, aber man sieht es ihr nicht an. Schau nur, all diese hohen Gebäude. Ewigenau ist auch nicht mehr, was es früher mal war. Wenn du Ewigenau besuchst, musst du dir ein Fahrrad besorgen, um den Radweg entlang fahren. Hier unten ist mit der Radweg und das hat uns diese hübsche Dame hier auch gleich. Wir können da ohne Rad nicht durch. Oder doch, dann sagst du uns das nicht. Mit dem Forschersack ist es aufgrund den, ist es aufregend, den Untergrund zu erforschen. Achso, die sagt uns dann hinterher, dass wir ohne Forschersack hier nicht durch können. Der Typ hier sagt uns gleich, dass wir hier ohne Fahrrad hier nicht durch können.
Du benötigst ein Fahrrad, wenn du auf den Radweg möchtest. Aber hier ist ein Assistent des Professors. Marcy, lange nicht gesehen. Oh, du siehst so erstaunt aus. Du fragst dich, wer ich bin? Ich bin der Assistent von Professor Alb und der Vater von Lucia. Auf Wunsch des Professors bin ich hierher gekommen, um dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Marcy, wenn ich fragen darf, wie viele Pokémon hast du getroffen? Ach du liebe Zeit, du hast 37 Pokémon getroffen. Wunderbar, bravo. Professor Alb wird erfreut sein. Hier ist etwas für dich. Ein EP-Teiler, den kriegt man, glaube ich, nachdem man 30 Pokémon getroffen hat und hierher kommt. Ja, früher war das noch Fang. Diesmal reicht es, wenn man sie einfach getroffen hat. Das heißt, wenn man alle Trainer mitnimmt, hat man auf jeden Fall über 30. Dieses Haus steht leer. Das wird also erst später relevant. Da ist die Arena. Auch die nehmen wir uns später vor. Erstmal schnappen wir uns den Pokéball hier mit dem Supertrank. Seitdem Galactic dieses Gebäude gebaut hat, ist die Atmosphäre hier ganz gruselig und angespannt geworden. Was machen die hier überhaupt? Aha, Team Galactic hat den Gebäude errichtet. Wohnanlage, ewige genaue Namensbewertung möglich. Hier kann man die Namen umbenennen, also seinen Namen, also die Spitznamen der Pokémon umbenennen, so. Momentan noch keinen Grund dazu. Aber eventuell wird es im Laufe dieses SPs noch benutzt, sehen wir ja. Entschuldigung, hast du einen Pokémon namens Parmelin? Willst du es gegen meinen Plaudergeil tauschen? Oh, später. Hi, ich bin der Gebäudewächter. Ich bin 24 Stunden am Tag wach. Oder wachsam. Arenaleiterin Sylvana geht oft in den Ewigkeit. Ich frage mich, was sie dort macht. Das werden wir noch erfahren, was sie dort macht. Diese DM-Aufbereitung habe ich jetzt schon so lange. Ich kann sie einfach nicht richtig verwenden. Ich schenke sie dir. Hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich. Die TM 67 erhalten. Aufbereitung. War, glaube ich, keine sinnvolle Attacke. Wenn wir uns mal kurz angucken, was die denn so machen soll. Angeblich. Ein einmal einsetzbares Item, das in diesem Kampf verwendet wurde, erscheint wieder. Ach so, okay. Wenn man zum Beispiel eine Beere oder so ein Kram eingesetzt hat oder einen X-Angriff oder so ein Kram, dann kann man das, glaube ich, einsetzen. Das kommt wieder. Du kannst mich nicht fangen? Ich habe Fallen aufgestellt. Aha. Ich habe viele Beeren gesammelt und tausche sie gegen Accessoires. Ich bin fast so weit, dass ich den Wettbewerb in Herzhofen gewinnen kann. Orden der Arenen oder gewonnene Wettbewerber. Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten, ein Sieger zu sein. Und ich hoffe, du findest etwas, wobei du der strahlende Gewinner sein wirst. Ich habe dich erwischt. Ich nehme jetzt deine Fahne. Ah, das wird auch noch wichtig werden, mit dem Fahnensammeln und so weiter und so fort. Das werden wir mal kurz im Let's Play testen und den Rest werde ich dann offscreen machen. Gibt nämlich eine Möglichkeit, wo wir das tatsächlich für verwenden werden. Wenn wir tatsächlich alle mehr oder weniger als legendäre Pokémon zählende Pokémon fangen wollen. So. Dem Typen können wir, wie gesagt, Barmelin gegen Plaudergeil tauschen. Allerdings werden wir nicht unser Barmelin tauschen, sondern eines der 80 Stück, die wir in der Box haben. Haben wir mit euch schon geredet? Ja, haben wir schon. Das hier ist dann der Fahrradladen. Radl Reiners Radladen. Schnell und zuverlässig. Der Manager ist zum Gebäude des Team Galactics gegangen, aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Aha. Er ist noch nicht zurückgekommen. Interessant. Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir, Team Galactic, sind so stinkreich, dass wir 10 Stück davon bauen könnten. Haus des Untergrundmannes, tiefgründige Abenteuer. Auf zu den Schätzen! Ich bin aus Erzeling, ich arbeite dort im Bergmann-Museum. Der Untergrundmann hat mir Tipps gegeben, wie man Schätze und Sphären ausgraben kann. Und bevor ich loslege, gebe ich einen Tipp an dich weiter. Während des Grabens siehst du manchmal dunkle Steine. Sie sind sehr hart. Wenn du sie zu oft schlägst, bricht die Wand zusammen. Vergiss das nicht, damit kannst du in Windeseile Schätze sammeln. Ich bin der Erste, der im Untergrundtunnel gegraben hat. Man nennt mich den Untergrundmann. Also nenne du mich auch so. Ich habe ein Geschenk für dich. Setze es mit Verstand ein. Wir erhalten den Forschersack. Marcy verstaut den Forschersack in der Basis-Item-Tasche, wo wir einfach alles reinstopfen. Dieser Forschersack bringt dich in den Untergrund, wann immer du willst. Und du musst ihn nur verwenden und schon bist du in den Tunnel. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt und kannst du dies, das und jenes tun. Lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen, ein guter Höhlenforscher zu werden. Und, bist du interessiert?
Hm, wohl gesprochen. Du lernst es am besten, indem du Aufgaben erledigst. Geh in den Untergrund, das ist leicht. Verwende einfach deinen Forschersack. Wenn du das geschafft hast, erhältst du deine nächste Aufgabe. Die Tunnel im Untergrund führen überall hin. Besuche sie mit deinen Freunden, indem du die DS-Drahtlos-Datenübertragung verwendest. Ja, genau das werden wir doch tun müssen. Denn man muss, glaube ich, um ein Pokémon hier zu bekommen, muss man, glaube ich, um die 20, 30, so war das, glaube ich, Leute im Untergrund begegnet sein. Oder, nee, ich glaube, 30 Fahnen gesammelt haben. Das war das, glaube ich. Jedes Mal, wenn man eine Fahne gesammelt hat, zählt das als ein weiterer Punkt. Und wenn man das gemacht hat, dann, nee, dann konnte man, glaube ich, irgendwie Sachen für seine Dingens bauen da unten. Ich glaube nicht, was tatsächlich Leute treffen. Das heißt, ich, ja. Für mich bedeutet das, ich muss einfach, man kann auch dieselben Leute treffen. Ich habe damals nur mit meinem Bruder und meiner Schwester gespielt und habe halt trotzdem, hat es gezählt. Also, es funktioniert. Man muss halt nur in den Untergrund gehen und dann immer wieder mit denselben Leuten neu treffen. Ich weiß nicht, ob man dann wieder aus dem Untergrund raus und wieder rein und wieder nochmal treffen und raus und rein und nochmal treffen. Aber es zählt auf jeden Fall, wenn man nur zwei Editionen und zwei DS hat. Und irgendwann kann man dann halt ein, ja, mehr oder weniger legendäres Pokémon fangen. Es ist kein legendäres Pokémon, aber man kann es nur einmal fangen. Deswegen zählt es als eins und deswegen möchte ich es in diesem Let's Play auch fangen. Oh, ist das ein Pokédex? Du hilfst bestimmt Professor Albe. Wie heißt du denn? Schön, hallo Marcy. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer. Genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémons. Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auch auf deinen Reisen hier einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. Die VM01. Zerschneider. Die VM Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deine Reise, Trainer. Alles klar, jetzt können wir Zerschneider zwar schon mal in Pokémon beibringen, aber allerdings noch nicht wirklich einsetzen, denn wir haben den Orden noch nicht. Das brauchen wir dafür. Team Galactic Gebäude, Ewigenau, wir wollen deine Pokémon. Ja. Ein perfekter Werbeslogan und deswegen sagt hier auf einer der Stadt auch, ich glaube nicht, dass die meinen Freund die Pokémon geklaut haben. Die sehen voll cool aus, wenn vor dem Gebäude schon ein Schild steht, wir wollen deine Pokémon. Hm. Klar. Was ist das hier denn? Willkommen im Kräuterladen, dem Heim wirkungsvoller und preiswerter Medizin. So, hier kann man Vitalkraut kaufen, was quasi eigentlich ein Toppelleber ist, nur dass man ihn kaufen kann. Den Toppelleber kann man ja nicht kaufen, man kann ja nur Beleber kaufen. Aber hier kann man Vitalkraut kaufen, also wie genau dasselbe. Wenn ein Pokémon kampfunfähig ist, dann wird es dann nicht wiederbelebt und bekommt volle KP. Das ist eigentlich ein sehr nützliches Item, allerdings auch extrem teuer, deswegen werden wir davon erstmal nur zwei kaufen. Und im Moment auch noch nicht verwenden, denn dafür ist es einfach zu blöd. Gibt es denn noch etwas, womit ich den kann? Nein. Achso, ich habe dann mit den anderen beiden nicht geredet. Müssen wir es aber merken, wenn wir später dann zum Pokéliga in die Richtung kommen, dann kann sowas doch durchaus mal nützlich sein. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, aber deine Pokémon mögen sie nicht. Sie schmeckt bitter. Ja, also wenn man jetzt ein Pokémon weiterentwickeln möchte, was sich durch Freundschaft entwickelt, dann sollte man denen das nicht geben, denn dadurch sinkt die Freundschaft ein wenig. Niemand sollte eine nicht bittere Kräutermedizin erfinden. Das wäre ein echter Durchbruch. Ist halt gesund, aber sie schmeckt nicht. Soll damit halt Medizin darstellen. Aber naja, da oben ist noch ein Item, da kommen wir aber auch nur mit Zerschneider dran. Dann schauen wir uns die Statue hier mal an. Auf der Pokémon-Statue ist eine Inschrift. Schöpfung von Dia, Meister der Zeit. Im Lachen steckt Weinen und umgekehrt. Die gleiche Zeit fließt, der Segen von Dia. Der Text ist kaum lesbar und ist an manchen Stellen ganz verschwunden. Angeblich ist das ein Pokémon, das hier vor langer, langer Zeit gelebt hat. Hm. Noch ein Team Galactic-Typ. Hey Kindchen, weg da von der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Ich bin ja gar nicht in der Nähe von der Statue hier gerade. Wie genau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémon erbaut. Viele hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste bleibt erhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, war sie der Mittelpunkt vieler Feste und Feiern. Okay, hier dreht sich also viel um die Pokémon-Statue. Ansonsten geht's hier nur noch aus der Stadt raus. Auf die Route 211. Hier ist nochmal Ewigenau lebendige Vergangenheit. Hier sind nochmal ein paar Surferstrecken. Ja, damit haben wir die Stadt eigentlich erkundet.
Und ich sage an dieser Stelle einfach, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich glaube, es ist wieder soweit, ne? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns dann die Arena vornehmen und hier rechts die Route anschauen. Also, bis dann und auf Wiedersehen.